So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast. In der letzten Folge sind wir kläglich gescheitert, den Generator auszumachen. Falls ihr es verpasst habt, schaut euch die letzte Folge an. Und wir probieren heute das mal ein bisschen besser zu machen und gucken mal, wie weit wir heute kommen. Run, boy, run. The side is turning. Run, boy, run. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist extrem laut. Musik. Ich muss hier. Fucking, wie hoch muss ich denn laufen, Alter? Junge, ist ja mal gar nicht weit oben. Ja! That was. Reflexes! Also. Als ob ich da jetzt hier so schnell reinkomme. Okay. That was fucking scheiße. Okay, ist jetzt der Stressfaktor ein bisschen weniger geworden? Ich hoffe. Alter, die Musik war gerade super laut. Aber richtig laut. Okay, we have a notice. Haben wir eine Notiz oder haben wir... Natürlich nicht, wir haben ein Dokument gefunden und keine Notiz. Gucken wir doch mal. Fortsetzungserlaubnis. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patienten William Hope aus dem Murkoff-Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm mit im Mount Massive Hospital in Colorado. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigefügt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Okay. Ist wunderbar, wunderbar. Okay, das sind unsere eigenen Steps. Wait a second. Was ist denn überhaupt unsere Aufgabe? Ziel: Unterbreche die Stromversorgung durch den Generator des unterirdischen Labors. Drücke, um den Generator des unterirdischen Labors rauszuziehen. Okay, jetzt muss ich die lebenserhaltenden Dingensbummens kaputt machen. Was ich mich jetzt frage, ist der War Rider eventuell auch wieder da oder ist er weg? Who knows? Also bis jetzt hört sich's zumindest erstmal safe an. Zumindest was die Musik angeht. Alter, jetzt muss ich da wieder rüber, oder was? What? Wow, was? Ja, da ist der War Rider. Jetzt geht's wieder hektisch los, oder was? Als ob. Wo muss ich denn hin? Das ist geil, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Ja, stirb, komm, Alter. So. So viel dazu. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hin soll.
Okay, also unterirdische Blablabla, lebenserhaltende Maßnahmen. Aber wo schalte ich die ab? Wo zum Teufel schaltet man die ab? La, 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 la. So, jetzt laufen wir wieder runter. Ich bin der Meinung, ich war eigentlich hier der Meinung, aber nö, hier ist es anscheinend nicht. Das ist die große Frage, wo zum Teufel schaltet man die Scheiße ab? Soll ich doch hier? Ja. Schalte ich sie hier ab? Ah, da wo ich vorhin schon mal war. Okay, beruhig dich, Junge! Alter! Alles gut mit dir? Alter! Was passiert da? Boys! Hallo! Okay, der Wallrider dürfte jetzt eigentlich TKO sein. Glaube ich. Weil eigentlich müsste ja der Wallrider, wenn ich das richtig verstanden habe, Musik ist scheiße laut, wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ja das da vorne der Wallrider sein. Er versuche zu entkommen. Ich versuche seit Anfang an zu entkommen. Nee, er muss ja erstmal Plan A, Plan B, Plan C machen. So. Bewegen kannst du dich jetzt gar nicht mehr, oder was? Kann ich jetzt da hinten hin und entkommen? Weil da ist der Typ, der da war ja mal ein Typ, der ist da nicht mehr. Oder? Doch, der ist auch da. Tschüss, Freund. Bye, bye. Life Support Flood Reservoir. So, kann ich hier... Okay. Hier komme ich nicht raus. Wo komme ich denn raus? Ey, jetzt sag mir nicht, dass ich so lahmarschig, wie ich bin, den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss, wo ich gerade war. Oder kann ich jetzt da oben raus? Hätte ich mir jetzt den Weg ersparen können, da hinten hinzulaufen, sondern kann hier oben raus? Ja, okay, sieht danach aus, als ob ich hier hoch müsste. Alter, ich bin so kaputt. Ich bin anscheinend so kaputt. Okay. Kann ich hier die Cam kann ich nicht mehr nehmen, okay? Oh, Junge, du bist aber ganz schön durch. Die Nummer ist durch. Und es hört sich so an, als ob wir es endlich schaffen könnten, rauszukommen. Das wäre geil. Das wäre richtig, richtig geil. Und wenn man nochmal so die ganze Story sich Revue passieren lässt, warum wir überhaupt hier sind? Ganz ehrlich, mache ich daraus einen Bericht als Reporter? Würde ich jetzt daraus wirklich einen Bericht erstellen? Und kein Geld der Welt könnte mir das bezahlen. So, das, was ich so einfach durchgemacht habe, verstehst du? Also, ist ja. Ja, moin! Hallo, Boys! What? Gott im Himmel! You have become the host! Okay. Was passiert da? Dein Ernst? Das war's? Okay. Gut. Das war's. Also, machen wir ein bisschen leiser. Muss man ganz klar sagen. Wir sind Reporter, sind zu so einer Psychiatrie gekommen, wollten einen Bericht erstatten,
haben sehr vieles aufgedeckt. Sehr, sehr vieles. Und ja, jetzt am Ende sind wir anscheinend selber der War Rider geworden. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Serie. Die Serie ist hiermit erstmal abgeschlossen, zumindest Outlast, der erste Part. Vielleicht kommt noch Outlast 2, beziehungsweise so Whistleblower als TSC. Werden wir mal gucken, wann wir das Ganze nachreichen, beziehungsweise wann wir mit diesen Stories anfangen. Ansonsten, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und kommentiert gerne. Sag ich bis dahin erstmal, reingehauen.